Hi Leute, hier ist wieder euer Danny und ich bin immer noch in Nairobi in Kenia und wie ihr vielleicht in den letzten Videos schon gesehen habt, ist Nairobi eine relativ moderne Stadt, hat Hochhäuser, hat super krasse Malls, dann die ganzen Matatus und es gibt natürlich aber auch das andere Nairobi und das ist vielleicht das, was man bei uns so ein bisschen mehr kennt und was vielleicht so ein bisschen typischer ist und das ist dieses Nairobi. Und ich befinde mich gerade in Kibera und Kibera ist der zweitgrößte Slum in ganz Afrika und der größte in Ostafrika und auf einer kleinen Fläche, so groß wie ein Golfplatz. Und hier gibt es tatsächlich einen Golfplatz direkt um die Ecke, der genauso groß ist wie das ganze Gebiet. Auf dieses Gebiet hier färchen sich 700.000 Leute. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gibt hier große Probleme und die gibt es natürlich wirklich, was Bildung anbelangt, was Gesundheit anbelangt, was überhaupt die Wohnsituation anbelangt. Und trotzdem gibt es hier Sachen, die uns absolut überraschen können und die progressiver sind als die Dinge, die wir teilweise in Deutschland haben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ein paar Sachen sind ja eigentlich so, wie man sie sich vorstellt. Ja, also Wellblechhütten, super viele Menschen oder auch ganz viel Müll, der halt auf der Straße liegt. Aber da gibt es auch so viele Initiativen, die von NGOs eingeführt wurden oder von sozialen Startups, die einen wirklich überraschen können. Und einer dieser Sachen ist zum Beispiel sind diese lilanen Shops hier, die man überall in Kibera findet. Und das ist hoher Internet. Und im Grunde genommen sind das Wi-Fi-Hotspots für das ganze Slum, also für ganz Kibera. Und letztlich zahlt ihr einfach nur einen ganz, ganz kleinen Beitrag. Also zum Beispiel, ich sag mal, umgerechnet 7 Cent pro Stunde. Und dann geht ihr einfach in die Nähe von so einem Spot, nehmt euer Smartphone, wählt euch mit eurem Wi-Fi ein und dann könnt ihr eine Stunde surfen, könnt ihr 24 Stunden surfen, ganz wie ihr wollt. Eine der coolsten Sachen, die es hier in Kenia gibt, ist das mobile Bezahlen. Und vor 10 Jahren hat die größte Mobilfunkgesellschaft Safaricom hier ein System etabliert, was jedem die Möglichkeit gegeben hat, Zugang zu eigentlich sowas wie eine Art Banksystem zu haben. Und alles, was man dafür braucht, ist im Prinzip ein Telefon, muss nicht mal ein Smartphone sein, kann auch einfach nur ein ganz, ganz einfaches sein. Und jeder kann sozusagen Geld abheben, Geld auf sein Konto draufladen und das geht halt nicht über irgendeine andere Nummer, sondern das geht über die eigene Mobilnummer. Und das hat es ermöglicht, dass ganz, ganz viele, vor allem arme Menschen, zum ersten Mal Zugang überhaupt zu sowas wie einem Finanzsystem hatten. Davor mussten immer alle ihre Sachen halt irgendwie zur Seite legen, was man so am Tag gemacht hat. Irgendwo Bar in irgendeiner Schatulle, vielleicht wurde man dann abends überfallen und zack, weg war das Geld. Und so ist alles auf dem Telefon gespeichert. Ihr habt einfach eine PIN und so können alle Leute permanent Geld auf ein anderes Konto oder an eine andere Person überweisen, ohne dass man überhaupt noch Bargeld mit sich mitführen muss. Und ich demonstriere das einfach mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und ich kaufe einfach mal so ein paar Bananen und ein paar Früchte. Mamo! Can I have 5 bananas and 4 tomatoes and 2 oranges? Also was ich jetzt mache, ich gehe hier bei mir auf Send Money und jetzt gebe ich einfach ihre Telefonnummer ein. What is your number? So, ich habe jetzt abgeschickt und sag, sie hat es auch schon und hat jetzt quasi ihr Geld bekommen, was jetzt auf ihr Konto fließt und somit habe ich meine Banane, meine Tomaten bezahlt und weiter geht's. Trotz dieser ganzen Initiativen und auch dieser tollen Innovationen, die es hier gibt, bleibt natürlich ein Fakt, es ist unheimlich schwer, in einem Ort wie diesen zu überleben, auszuharren. Man sieht es hier, der Müll liegt hier in den Flüssen, es ist alles total verschmutzt, es ist alles total verdreckt, es gibt keine richtige Müllentsorgung. Es gibt zwar öffentliche Toiletten, aber auch die, das sind im Prinzip nur Latrinen mit einem Loch drin und es ist nicht wirklich hygienisch, deswegen, klar, ist natürlich die Gefahr groß, dass hier auch ab und zu mal beispielsweise die Cholera ausbricht. Kinder haben es sehr, sehr schwer, hier aus diesem Umkreis rauszukommen und eine gute Schulbildung zu erhalten. Frauen haben es sehr, sehr schwer, der
das Wissen über HIV und AIDS ist relativ gering. Es gibt einige Initiativen, die versuchen, da viel Aufklärung zu schaffen, die versuchen, die Leute mit ins Boot zu holen. Und trotzdem gibt es viele Stigmas, viele Mythen. Und ja, und auch die Sicherheit ist natürlich ein Fakt. Wenn hier abends das, ja, die Sonne untergeht, das Licht nicht mehr da ist, dann ja, kommt es natürlich auch öfters mal zu kriminellen Übergriffen. Deswegen ist hier einfach noch viel zu tun, aber es bleibt einfach die Hoffnung und einfach auch der Eindruck, dass unglaublich viel entsteht, dass unglaublich viel auch möglich ist und dass diese Menschen gefördert werden müssen, die hier einfach großartige Arbeit leisten und die hier versuchen, Orte wie Kibera oder auch andere Slums in Nairobi und in Kenia voranzubringen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao, Leute.